Mann, Alter. Das ist unbelievable. Also, Freunde. Heute, ich kann es selber nicht glauben, Freunde, aber heute ist tatsächlich der Tag, an dem die letzte Sache von meiner Kiefer-OP noch auf mich wartet. Und zwar kommt heute die obere Zahnspange raus. Und ich darf heute erfahren, wie meine Zähne, also mein Oberkiefer, aussieht ohne obere Zahnspange. Und ich bin darauf extrem gespannt. Heute um 12 Uhr geht's los. Wir haben jetzt momentan 8 Uhr. Ich zeige euch noch ganz kurz, wie das Ganze aussieht mit Zahnspange von der Nahansicht. Und dann springen wir direkt rüber zur Sicht ohne Zahnspange. Also, schaut's euch an. Hier. Wie ihr sehen könnt, ist die Lücke mittlerweile geschlossen, hat die Zahnärztin gesagt. Ich fühle zwar noch, dass sie, also von innen fühlt sich so an, als ob ich noch ein bisschen offen ist, aber die Ärztin meinte, die ist zu und die Zahnspange kann jetzt raus, also gehe ich davon aus, dass das jetzt alles so ist, wie es sein soll. Hier könnt ihr nochmal schauen, der Kiefer passt jetzt nach 19 Lebensjahren, also fast 20 Lebensjahren, endlich aufeinander und ja, ich bin echt gespannt, Freunde. Ich würde sagen, wir springen direkt rüber zur Sicht, wie das Ganze aussieht. Ohne Zahnspange. Also, bis später. Freunde, ich habe jetzt die letzten 2 bis 3 Jahre wirklich die ganze Zeit Probleme mit meinem Kiefer, mit meinem Mund, mit meinen Zähnen, mit allem gehabt und jetzt vor einer Stunde, anderthalb Stunden ist meine Zahnspange endlich abgekommen, also meine letzte obere Zahnspange. Und wie ihr sehen könnt, seht ihr, dass das Ergebnis wirklich gut geworden ist. Also ich hätte niemals gedacht, dass meine Zähne so gut aussehen können. Also ich habe damit mit so einem Ergebnis wirklich nicht rechnen können. Ich zeige es euch mal, wie das Ganze aussieht jetzt, nachdem wir 2 Jahre lang die schlimmsten Operationen und generell schlimme Phasen durchgemacht haben. Schaut euch mal an, Freunde. Also, wie ihr sehen könnt, ich muss euch mal eine Sache zeigen, und zwar habe ich ein Loch, glaube ich, sogar bekommen. Also an alle, die nicht so häufig Zähne putzen, immer schön 2 bis 3 Mal am Tag Zähne putzen, Freunde, weil, ich glaube, wenn man es sehen kann hier auf Kamera, habe ich hier oben, das sieht man, glaube ich, eventuell ein Loch, ich weiß nicht genau. Am Montag habe ich einen Termin zur Prophylaxis und dann können wir sehen, ob da ein Loch drin ist oder nicht oder ob alles in Ordnung ist mit meiner Zahnpflege. Es ist einfach für mich momentan wirklich noch nicht greifbar. Also ich kann nicht mal richtig sprechen gerade, weil es einfach ungewohnt ist. Also die Zähne fühlen sich so glatt an erstens. Das ist so ein schönes Gefühl gerade. Und ich kann mir vorstellen, dass das Sprechen, das Kauen, das alles jetzt nochmal 10-mal mehr Lebensfreude in mir hervorruft als davor, weil dieses Metall, diese ganze Operation, die ganze Zeit, man konnte sich nicht mal richtig die Zähne putzen teilweise. Und deswegen habe ich das Gefühl gehabt, auch während der Zeit, dass meine Zähne halt ziemlich gelb werden. Aber ja, ist alles gut geworden, Freunde, wie ihr sehen könnt. Und ich bin echt zufrieden mit dem Ergebnis. Es waren sehr, sehr, sehr anstrengende 3 Jahre, Freunde. Ich atme erstmal durch und wir sehen uns dann nochmal gleich an einem anderen Ort. Also bis gleich. So, Freunde, ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen. Ja, und zwar noch eine wichtige Sache, die ich vergessen habe. Wir haben auch Abdrücke gemacht vom Oberkiefer jetzt. Und ich bekomme eine lockere Spange wieder oben rein, die ich dann nachts tragen soll. Wahrscheinlich die nächsten 2 bis 5 Jahre irgendwie so muss ich wahrscheinlich dann jetzt nachts eine Spange tragen, oben und unten, bis sich dann irgendwann der Kiefer einfach an die Position, in der er jetzt ist, gewöhnt hat und alles beim Gleichen bleibt. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo einfach alles bleibt, wie es ist. Ja, Freunde, das einzige Thema ist halt noch, dass ich ein bisschen Angst habe, dass die Lücke hier vorne wieder aufgehen könnte, aber ich denke mal, mit der Spange sollte das alles kein Problem sein. So, Freunde, ich verlinke euch alle Videos zur Kiefer-OP, die auf meinem Kanal existieren, unten in der Beschreibung. Könnt ihr euch gerne alle angucken, wenn ihr an dem Thema interessiert seid oder euch mit dem Thema noch nicht so gut auskennt und euch damit auseinandersetzen wollt, Freunde. Lasst ein Like da, wenn ihr darauf Bock habt, und wenn nicht, dann nicht. Also, haut rein, bis zum nächsten Video. Samuel Lift ist out of lifting und jetzt mal mit Zähnen, ohne Zahnspange, ist out of lifting, Freunde, ciao.